So, liebe Sportfreunde, heute ist Teil 2. Ich bin heute zum zweiten Mal zu Besuch bei Martin und ja, wer jetzt die 118er euch hat, will ich jetzt auch holen. Es gibt ja wirklich hier, was heißt Redebedarf, aber es hat sich wirklich viel getan zu dem ersten Video. Ich habe ja beim ersten Video, hatte ich ja, das ist ja wie gesagt der Doman S121, der kostet ja knapp 2000 Euro. Und den habe ich beim letzten oder beziehungsweise ersten Video ein bisschen schlecht ja, dargestellt, wenn man so sieht. Also hier gibt es wirklich einiges zu sagen. Ich mache es jetzt ein bisschen ausführlicher und vielleicht könnt ihr es euch oder wollt ihr es euch anhören. Wie gesagt, ich mache das hier am Cut. Ich tue auch nicht schneiden oder so, ich rede jetzt einfach frei raus. Also letztes Mal war es so gewesen, damit die 118er rechts und links gestanden haben, bei den Ecken. Und der 121, der war eher so mittig. Und die 118er haben brutal wirklich rausgestochen. Ich hätte niemals gedacht, ich meine, gut, durch die Ecke ist klar, kommt immer mehr. Aber damit das so ist, damit die, wir haben das jetzt wirklich mal umgestellt, getestet und so weiter, damit die Eckenvariation, also die Aufstellung, ganz, ganz wichtig ist. Also so wichtig, ich habe das wirklich nie gehört, sowas. Und wir haben jetzt nochmal, wie gesagt, einen Test gemacht. Der 121er ist besser wie der 118er. Letztes Mal habe ich das umgekehrt gesagt, da habe ich gesagt, der 118er ist besser. Aber auch nur, wie gesagt, weil es halt schnell gehen musste, weil der 118er in der Ecke gestanden hat und wirklich massiv brutal gedrückt hat. Der 121 hat, wie gesagt, hier in der Mitte gestanden. Wir haben jetzt wieder mal alles umgemodelt, weil die 118er hatten wir dann auch in der Mitte stehen. Da habe ich gedacht, was ist los? Kommt ja gar nicht viel. Letztes Mal sind die kaputt oder irgendwas. Und das ist uns auch aufgefallen, die Eckenstellung, damit das wirklich, das ist natürlich normal, aber damit das wirklich so extravagant groß ist, hätte ich niemals gedacht. Und jetzt haben wir Spaß nochmal getestet. Kurzfassung, der 121er, ich hatte es eben schon gesagt, ist besser. Er ist zentrierter, er ist punchiger, es kommt auch mehr Druck letztendlich und die Frequenzen sind auch tiefer. Es ist schon ein geiles Teil für 2000 Euro, alles wunderbar. Wie gesagt, ich korrigiere mich, das muss auch sein, dazu stehe ich auch. Aber wenn man zwei hat von den 118ern, und da steht auch, glaube ich, manchmal drin, ich habe das vor ein paar Tagen erst wieder gelesen, ich konnte es auch nicht glauben, weil man gesagt hat, man muss schon 218er haben pro Seite. Dann macht das, wie gesagt, richtig Laune. Und das kann ich, wie gesagt, auch nur bestätigen. Und das ist, wie gesagt, die große Überraschung, sage ich halt mal so. Man muss wirklich alles live hören, man muss es wirklich umstellen, aufstellen, ummodeln, um da wirklich dann auch den direkten Vergleich haben. Und das ist wirklich sehr extravagant, wie die 218er hier losprügeln. Das ist echt unnormal. Ist natürlich jetzt unfair, das ist klar, das ist 121er, 218er. Sicher sind die lauter, das ist klar. Aber wie gesagt, Preis-Leistung, gerade für junge Leute, das will ich damit sagen, der kostet knapp 2000 Euro, also laut heutigen 2023 Stand, und die kosten aktuell 809 Euro, also einer, also ungefähr 1600 Euro. Und die zwei in einer Ecke, ich mache gleich nochmal Soundcheck, aber die Qualität ist so unter aller Sau, gerade über Bass, ihr werdet das eh nicht hören, ist wirklich brachial. Also 218er, das ist wirklich dann massiv stärker als wie dann so ein 121er. Wie gesagt, ich gehe nach Preis-Leistung. Dann würdet ihr sagen, ja, wenn ihr zwei von den 121er nennt, sind die natürlich stärker. Aber wie gesagt, es geht heute alles wegen Geld, Inflation. Und gerade junge Leute, für die das ja was sein sollte, ist es natürlich dann besser, dann ein bisschen Geld zu sparen. Und dann ja, holt man sich halt sowas. Natürlich der große Nachteil, ich weiß, es sind große Kisten. Zwecks Transport, da braucht ein kleinen Bus, Hundefänger und so weiter. Das ist natürlich alles verständlich. Aber wenn ihr jetzt wirklich Druck haben wollt für wenig Geld, zwei Stück pro Seite, also das ist wirklich unnormal, was da für ein Druck kommt. Ich habe erst in der Ecke gestanden, das drückt so aufs Brustbein, es wird wirklich einem schlecht, das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich total krass, was da abgeht. Also das ist, ich könnte mir das nicht die ganze Nacht antun, vielleicht fünf Minuten, weil das drückt dann richtig aufs Brustbein drauf und es wird doch schon fast einem schlecht, ohne es überzutreiben. Wie gesagt, bei den 218er, 118er. Bei den 121er, wie gesagt, ist tiefer, punchiger, ich gebe es zu. Aber ja, es ist halt, wie gesagt, halt der Preis. Würde 1000 Euro kosten, wäre es was anderes, das Verhältnis. Oder 1100 Euro würde ich euch dem empfehlen. Aber 2000 Euro, das ist zu viel. Also wie gesagt, deswegen die kleine Korrigierung, freisprechend. Die machen richtig Banane. Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich jetzt nur einnehme, wenn der 118er in der Ecke steht, drückt ja auch brachial passiv. Ich habe ihn jetzt, das sind vielleicht 80 cm. Ihr seht das ja, 80 cm rübergestellt. Das merkt man, damit da gleich Leistungsverlust ist. Bestimmt 3 dB sofort Leistungsverlust. Damit das so extravagant, so gravierend ist, hätte ich niemals gedacht. Das ist wirklich krass. Und deswegen habe ich der Fairness, habe ich jetzt mal den ganz in die Ecke gestellt, weil da der Druck am größten ist. Ich habe das nochmal verglichen. Und der ist wirklich, wie gesagt, stärker. Und also wenn man 118er in der Mitte stellt, hat man wirklich totalen Wirkungsverlust. Nehme ich aber zwei
du die in Reihe schalten, wirklich in Reihe, es ist wirklich wie ein Arschtritt. Das ist dann wirklich fast doppelt so laut, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, ein bisschen lauter, wie das halt so ist. Aber zwei in der Mitte oder jetzt übereinander, also wirklich brachial. Also es stimmt wirklich, muss ich auch wieder bestätigen, wenn man zwei nimmt in eine Ecke, du hast wirklich eine Verdopplung, also ganz, ganz gravierend. Würde ich jetzt einen ausschalten, würde man denken, das ist ja viel, viel leiser. Wirkungsgrad auch beschissen, nämlich zwei, warum das ist, ich weiß es nicht. Aber es drückt dann wirklich um das Dreifache. Und das wollte ich halt wieder nochmal sagen, nochmal bestätigen. Also wie gesagt, Platz Nummer 1 von der Leistung, wenn man so sieht, ganz klar der 121, muss ich sagen, kommt mehr. Preis-leistungsmäßig gesehen, das will ich halt meinen, sind zwei Stück, wo ihr sogar noch 400 Euro spart. 400 Euro gegenüber ihm, wenn er zwei holt, ist das hier massiv. Das ist total brutal. Also wirklich brutal. Und ich mache jetzt mal kurz an. Habe jetzt, wie gesagt, hier meinen Controller wieder mit dabei. Die zwei sind jetzt in Reihe geschaltet. Jetzt mache ich, ja, gebe ich mal ein bisschen Gas, aber ich denke mal, ihr werdet das zu Hause eh nicht hören. Am Handy sowieso nicht. Wenn, macht es über Anlage und die fällt die ganze Bude auseinander. Das ist echt krass. Das waren die zwei zusammen, jetzt mache ich den 121er. Ist natürlich schwächer, ist klar, weil nur einer da ist. Aber hört mal euch mal an, vielleicht hört ihr ja ein bisschen was. Derbe. Ist also von der Qualität her ist er, glaube ich, 18 Sound ist drin, also ein 21er Treiber. 18 Sound, der macht natürlich geil Druck. Da also muss man wirklich zugeben in der Ecke. Jetzt mache ich mal nur noch einen 118er. Habe jetzt, wie gesagt, einen ausgemacht eben. Jetzt nur mal einen. Das ist natürlich ja, leiser. Ist aber auch durch die Eckenaufstellung. Also wenn ich das Ding jetzt in die Ecke stelle, habe ich bestimmt 3 dB mehr. Also es ist wirklich so. Das sind nur 80 cm oder 60 cm. Also es ist wirklich brutal, was da für ein Wirkungsgrad Verlust ist oder Zuwachs ist. So, jetzt lasse ich den laufen und mache dann den zweiten durch dann hinzuschalten. Geh in die Ecke, vielleicht hört das ja. Also es ist wirklich enorm, was da nochmal für einen Druck dann zusätzlich nochmal kommt. Ganz, ganz wichtig. Hab das, wie gesagt, eh mal, habt ihr vielleicht gesehen, in die Tanzfläche, sage ich jetzt mal so, theoretisch reingedreht. Habt ihr Wirkungsfallverlust, also nicht mehr so stark. Dann habe ich wieder zu Wänden gemacht, ist klar, an Wänden habt ihr natürlich da mehr Strahlung. Das ist wirklich unnormal. Das hört man auch gleich an Vibrationen, die ganzen Dachplatten, alles hier, das ist alles kurz und klein. Also das hört sich echt massiv an.
gut war es dann auch gewesen. Also wie gesagt, das war eine kleine Korrektur meinerseits. Wie gesagt, Preis-Leistung hat es gesagt, holt euch zwei Archat. Wenn ihr keinen Platz habt, holt euch so ein 121, bezahlt halt ein bisschen mehr. Aber das ist echt krass, was da für ein Druck ist. Ja, ich verabschiede mich, bedanke mich nochmal bei Martin. Und ja, vielleicht sehen wir uns das dritte Mal auch noch. Aber so wie ihr seht, es wird nicht mehr, es wird weniger bei ihm. So, ciao.